Willkommen zur Kaminstunde mit Karten und Wegweiser. Wenn du eine Reise antrittst, kann eine Karte hilfreich sein. Aber sobald du aufgebrochen bist, brauchst du Wegweiser. Wenn du dich auf eine Reise begibst, ist es oft hilfreich, sich vorher eine Straßenkarte anzusehen. Eine Straßenkarte ist ein intellektuelles Konstrukt, das dir hilft, ein allgemeines Gefühl für die Richtung zu bekommen, in die du dich bewegen musst. Sie ist jedoch keine genaue Beschreibung der Straße und kann es auch niemals sein. Niemand kann dir sagen, wie es auf der Straße aussehen wird. Das kann nur deine Erfahrung. In jeder Situation gibt es einen Punkt, wo die Vorbereitungen enden und die Erfahrung beginnt. Das Wissen, dass du dich gut vorbereitet hast, mag dir Zuversicht geben, aber nur echtes Selbstvertrauen befähigt dich, Hervorragendes zu vollbringen. Vertrauen ist das große Loslassen in die Erfahrung. Es ist ein Sprung des Glaubens. Zum Schluss muss jeder die Straßenkarte weglegen und in seiner Erfahrung präsent sein. Vielleicht wird man unerwartet mit Baustellen, Umleitungen oder einem Wetterwechsel konfrontiert. Autofahren ist etwas anderes als eine Straßenkarte zu lesen. Das Beste, was dir das lineare, logische Denken bieten kann, ist eine Karte deiner potenziellen Erfahrung. Aber die Karte kann dich nicht durch deine Erfahrung hindurchführen. Wenn du mitten in der Erfahrung steckst, gibt es Wegweiser, die dir weiterhelfen. Das Umleitungsschild sagt dir, wenn es nötig wird, die Richtung zu wechseln. Autobahnschilder weisen dich darauf hin, wann du dich rechts oder links einordnen musst. Es gibt Schilder, die dir sagen, wo du schlafen, essen und tanken kannst. Wenn du diese Wegweiser nicht beachtest, wirst du kaum deinen Weg finden. Wegweiser tauchen an der Schnittstelle zwischen äußerer und innerer Realität durch unsere intuitive Verbindung mit dem Leben auf. Und zwar nur im gegenwärtigen Augenblick. Du bekommst keinen Wegweiser, auf dem steht, biege morgen oder irgendwann nächsten Monat rechts ab. Wegweiser zeigen dir, wie du deinen Weg im Hier und Jetzt finden kannst. Solche Zeichen sind äußerst nützlich und wichtig. Unglücklicherweise beachtet sie der rationale, von der linken Gehirnhälfte gesteuerte Verstand kaum. Wenn du eine Reise antrittst, kann eine Karte durchaus nützlich sein. Die Informationen aus der linken Gehirnhälfte können dir helfen, dich vorzubereiten. Aber hast du dich erst aufgemacht, sind die Wegweiser unverzichtbar. Beachtest du die, die in deinem Leben auftauchen? Oder versuchst du dein Leben ausschließlich mit der Karte zu bewältigen? Jeder von euch hat auf einer tiefen emotionalen Ebene Zugang zu höherer Führung. Wenn du in deiner Erfahrung präsent bist, wirst du die Wegweiser sehen, die dort aufgestellt wurden. Vielleicht steht auf diesen Schildern einfach nur, das fühlt sich richtig an oder das fühlt sich nicht so gut an. Aber oft ist das schon die ganze Information, die du benötigst. Du musst nicht gleich eine Vision von einem Heiligen haben, um geführt zu werden. Führung ist dein größter Verbündeter im Leben. Wenn du dich auf deine Führung verlässt, kommst du mit einem Minimum an Planung aus. Ignorierst du sie aber, wird dich auch die sorgfältigste Planung nicht nach Hause bringen. Wenn du weißt, wo du hin willst, kannst du dich darauf verlassen, dass deine Führung dir helfen wird, dort anzukommen. Der Versuch, auf intellektuellem Weg herauszufinden, wie du dort hingelangen kannst, ist ein sinnloses Unterfangen. Du kannst die Dinge einfach nicht im Voraus wissen. Aber wenn du im Hier und Jetzt bist, werden die Zeichen auftauchen und du wirst wissen, welche Abzweigungen du nehmen musst. Je mehr du dich auf deine Führung verlässt, desto spontaner wird dein Leben. Deine Pläne sind flexibel und lassen Raum für unerwartete Ereignisse. Und dennoch behältst du deine Ziele im Blick. Du kannst dich dann sogar tiefer auf sie einlassen. Und wenn du versuchst, den damit verbundenen Verpflichtungen gerecht zu werden, bedeutet es kein Opfer für dich.